The murder of Gonzago. The murder of Gonzago. Gut, aber das ist gut. Ja nicht dein Text. Nein, aber das ist das Stück, ne? Wir können das ja auch eher jetzt einfach erfinden, wie es geht. Es ist ja egal, welches Stück. Wir erfinden. Ich glaube nicht, dass wir das es geht um Stücktreue. Leute. Wir können nicht einfach was erfinden. Die bringen. Du machst mich wahnsinnig. Ja, du machst mich auch wahnsinnig. Ja, wir müssen das, was da steht, sprechen. Wir können uns nicht einfach irgendwas ausdenken. Natürlich geht das. Ich mach das. Gib mir meine Brille. Das ist meine. Das ist meine Probenbrille. Das ist meine Probenbrille. Nein, ich brauche diese Brille jetzt. Ja. Ich wollte mich die ganze Zeit diese Brille haben. Jetzt machst du hier die Binde rum, ne? So, mit der Binde wird das hier, oder? Machen wir gleich hier. Nee, ich glaube, das ist erstmal noch nicht. Also erst du stechst dir die Augen aus. Du hast da keine Gläser drin. Wenn du die... Ich möchte das Stück nicht improvisieren. Ich sag's dir nochmal alle. Ja. Nein. Ja. Warte mal. Anne, gehst da jetzt mit deinem Kopf drauf. Du gehst jetzt mit deinem Kopf darauf. Geh da jetzt hin mit deinem Kopf. Also was spielen wir denn jetzt? Wo ist das Fläschchen? Den Mord. Hier ist die Flasche. Nein! Nein! Bitte, ich flehe dich an! Bitte! Ich bitte, ich tue alles für dich! Bitte nicht! Nein, das ist doch total unecht. Ich glaub dir das nicht. Das war... Pass auf, ich hab jetzt hier das Fläschchen, aber du wirst nicht umgebracht. Da musst du dir keine Sorgen machen. Das ist das Fläschchen, mit dem ich dich dann gleich umbringe. Aber du siehst mich nicht vorher. Du musst jetzt nicht schreien. Du siehst mich ja nicht vorher, weil ich das ja... Ich komme von hinten und ich komme und es ist auch dunkel und man hört es auf keinen Fall. Denn man würde zum Beispiel hier liegen, so schlafen, ins Ohren kommt der Gift reingemacht und ist aber nur im Spiel. Das sieht man nicht wirklich. Das ist nur gespielt. Oh nein! Ich will nicht, ich habe doch nur noch so ein kleines Leben vor mir und ich möchte es weiterleben. Ich bitte dich, ich will nicht sterben. Ich will dich an. Ich werde auf ein Tier vor dir kriechen, was dir deines Herzens Scheiße. Erwünschenswert empfindet. Ist nicht echt. Aber bitte, bitte, nee. Ah. Was ist das für ein George? Böse nicht. Hä? Ich flehe. Ach, das geht doch so alles nicht. Mach mich doch hier zum Affen. Kann das doch nicht so spielen. Das muss schon echter sein. Ich kann doch nicht so. Das ist doch so altmodisches Theater. Ach. Oder wenn dann größer. Mit Tanz vielleicht. Mit Tanz. Oh, meine Schuhe. Jetzt sind mir die Schuhe abgefallen. Ich kann doch nicht mit diesen scheiß Stiletten. Wow, ich will das Stück nicht spielen. Ich will was anderes. Wie soll man denn damit spielen, hä? Kannst du mir... Wie soll ich damit echt spielen? Wie soll da bei mir was passieren? Da passiert bei mir gar nichts. Hier, Sense, ich bin in der Wüste mit dir. Hast du schon mal in deine Augen geguckt? Wie soll denn da was Echtes rauskommen? Da ist innen alles abgeschnitten. Also wir haben jetzt noch eine halbe Stunde, glaube ich. Eine halbe Stunde noch. Wie eine halbe Stunde? Dann mach doch mal einen konstruktiven Vorschlag. Wir machen was. Was ich eben nicht so gut finde, ist, dass der, wie heißt der nochmal? Hamlet. Hamlet war doch gerade. Claudius. Ist das der Vorname oder Gonzago. Ist der Nachname? Also Hamlet das ist Herr gesagt, Hamlet. Herr Hamlet. Ja, also dass man jetzt gezwungen ist, es zu machen. Du bist doch nicht gezwungen, irgendwas zu machen. Du kannst es alles frei machen. Da steht dir alles frei, wie du das Nein, machst. Nein, er hat... Also, er hat es vorgespielt, aber trotzdem, es geht ja um deinen Arsch. Also der Mord muss auf jeden Fall einen Mord zeigen. Ne? Wir müssen direkt dem Publikum sagen, es wurde jemand ermordet. Aber auf der Bühne kannst du es nachher nicht sagen. Doch, kannst du auch sagen. Nein, da wirst du nämlich erstmal umgebracht. Wir rasten aus, wir schreien die so, die Leute voll, wir schreien die aus als Performance, dass die dann lau rausgehen. Ja, das ist aber gut, wenn die lachen. Wir machen als Hardcore. Das ist gut, wenn die lachen. Einfach so, Hardcore, fuck you all, so laut, dann haben die keine Nerven mehr. Das ist mir unangenehm. Wir machen immer mit Licht. Wir müssen es ein bisschen fröhlich. Ich finde es besser, wenn man Waffen mitnimmt. Ja, also ich würde einfach außer diesem Fläschchen, außer dem Giftfläschchen, das kriege ich gleich auf auch. Ich muss das nochmal aufmachen, dann sieht man, dass gar kein Gift da drin ist. Würde ich einfach Waffen, zum Beispiel Molotow-Cocktail, Kalaschnikow, 45er. Willst du dann jemanden erschießen? Oder wenn die Leute mich angreifen, erschieße ich sie einfach. Wenn du jemanden erschießt auf der Bühne, dann ist das aber Mord. Das wollen wir ja spielen und dann ist es echt. Nee, das ist nur Notwehr. Lass doch mal überlegen, wie wir nachher wieder rauskommen. Aber nicht absurd.
Ich weiß natürlich. Es. Feueralarm. Absurd ist da gar nicht. Feueralarm. Es ist Feuer. Es brennt. Wir sagen, es brennt. Du hast gesagt Feuer. Okay, wo ist der Alarmknopf dann? Ja, sag du doch mal, wenn wir spielen. Ich weiß es nicht. Ich verstehe überhaupt nichts, wenn es jetzt... Verstehst du Deutsch oder verstehst du keinen Deutsch? Schlechten Feueralarm. Mit dieser schlechten Stimmung kriegen wir gar nichts hin. Wir bringen es nicht hin. Wir haben es geht nicht darum, irgendwas hinzukriegen. Es geht darum, dass wir überleben, wenn wir das machen. Wir müssen The Murder of Gonzalo. Sag mal, seid ihr verrückt geworden vorher schon oder was? Der dreist es sich hier an zu sagen, so, ihr macht das jetzt. Ich zwinge euch, das zu machen. Ich find's nicht okay. Es ist ja wirklich, wenn der Humor ernst ist, dann lachen die Leute und es bewegt auch was. Und die Leute werden dann auch nicht unbedingt dran denken, oh Gott, was war das denn jetzt? Sondern sie denken, lustige Leute, nette Leute. Und dann können wir langsam überschwenken in ein anderes Stück. Wir könnten mir auch was singen, zum Beispiel. Du bist jetzt tot, ich bin noch lebendig, du bist jetzt tot. Ich bin noch lebendig, wir sind jetzt tot, aber alle sind zusammen. Wir sind jetzt tot, aber du bist noch da. Wir sind jetzt tot und einer lebt noch. Du bist jetzt tot, tot, tot. Was du auch immer machst, auf jeden Fall wird er sehen, dass jemand ermordet wurde. Das ist doch überhaupt kein Problem. Wenn die Leute lachen, dann verschwinden wir einfach. Die Leute sind euphorisiert, sie freuen sich. Ja, so schnell kannst du nicht weg, da sind Leibwächter an der Tür. Quatsch, also, du musst dir was, die lachen auch. Alle lachen. Wir laufen einfach weg. Du glaubst, du bist so komisch, dass alle lachen? Da wäre ich mir nicht so sicher. Gewehre mitnehmen. Und du glaubst, du bist so ernst, dass alle weinen und keiner kann sich mehr konzentrieren. Das ist auch nicht der Sinn der Sache. Ja, die Leute müssen innen abgelenkt sein. Ich sage nicht über was man spielt. Ich sage, was man unternimmt, um nachher wegzukommen. Das heißt, wir gehen einfach weg durch die Tür. Du kannst nicht durch die Tür gehen, wenn da jetzt los. Der Vorhang geht auf. Wir haben es uns nicht entschieden. Wir haben es vermasselt. Wir müssen es eigentlich jetzt machen. Du hast noch mal ein bisschen darüber nachgedacht. Wir müssen abhauen. Ich habe Angst. Ich habe auch Angst. Ich auch. Nein. Angst ist der beste Spieltrieb. Das ist der allerbeste Spieltrieb. Da kommen die besten Sachen bei raus. Ja, aber es geht auch nicht darum, ob es besser rauskommt oder nicht. Es geht darum, wie wir da nachher wieder heil rauskommen. Lebend rauskommen. Ja. Stimmt. Aber wenn du Angst hast und es gut spielst, kommst du auch wieder lebend raus. Ich mach's pantomimisch. Ich weiß nicht, ob das reicht, ob man das gut spielt oder so. Das hat ja noch nie gereicht bei niemandem. Du musst dir schon auch noch mal andere Mittel auch noch dazu. Kunst ist eben genau die Wahrheit zu sagen und es aber so zu verpacken, dass es komisch ist. Und dann kann auch der Tyrann darüber lachen, auch wenn es die Wahrheit ist. Er kann quasi über sich selbst lachen, obwohl er denkt, er lacht über jemanden anders. Und dann bringt er uns nicht um. Okay, Claudius hat viele Künstler umgebracht, aber wir sind einfach so gut, dass er uns nicht umbringt. Wir werden unsere Qualität richtig präsentieren und er wird sagen, gut, die sind so toll, die werde ich einfach dabei behalten, für immer. Wir werden einfach Ikonen. Ich bin the murder of Gonzago. Ich bin the murder of Gonzago. I'm gonna kill you, motherfucker. I'm gonna be back. I'm gonna make you a piece of meat, bleeding and screaming for mercy. I'm the murder of Gonzago. You are gonna suffer a lot when I'm gonna come back to kill you. And I kill myself, cook. Bringen uns um. Wir werden vergiftet. Die bringen uns um. Wir kommen ins Gefängnis. Wir werden erschossen. Lebenslang. Scheiße, noch 5 Minuten. Kacke.
Sch. 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 Sch